Ja, liebe Freunde der vampirischen Unterhaltung, willkommen zurück bei Let's Play Vampires Dawn. Yeah! Es ist... Ja, wie viel Uhr haben wir es denn? 19.51 Uhr. Ich bin gerade erst von Arbeit zurückgekommen und habe mir gedacht, yeah, mit dem frischen Kaffee am Tisch gibt es jetzt Vampires Dawn. Ja, wir haben letzte Woche wollte ich schon sagen, wir haben letztes Mal das Zettelspielchen beendet. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was Aska für eine hübsche Belohnung für uns hat. Wirklich sehr gut, Valnar. Aber ich hatte auch nichts anderes erwartet von meinem besten Sklaven. Hier ist deine Belohnung. 3 große Seelensteine und diesen mächtigen Zauber. Die Golembeschwörung. Aha. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob man es braucht oder nicht. Keine Ahnung. Der Vollständigkeit halber habe ich es eben gemacht. Ne? Wie bitte? Seelensteine und ein Zauber? Was soll das? Valnar, komm mit. Ich erkläre es dir. Lass uns in mein Magiezimmer gehen. Na gut. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Das Zimmer befindet sich unterhalb des südwestlichen Eckturmes. Arrrr! Eigentlich auch ganz einfach zu finden. Ja, liebe Freunde der Unterhaltung, diese roten Kisten. Ich wurde mehrfach darauf angesprochen, warum ich diese Kisten denn nicht geöffnet habe. Jetzt werden wir mal ein bisschen Erklärung sehen. Was ist das für eine Kiste? Eine rote. Das ist eine der seltenen Elras-Kisten. Sie sind magisch verschlossen worden. Die Elras waren eine Gruppe von Magiern, die mit diesen Kisten ihr Hab und Gut beschützen. Beschützten? Ja, denn diese Truhen lassen sich nicht auf normale Art öffnen. Genauer gesagt öffnen sich diese Truhen nur, wenn derjenige, der sie öffnen will, eine bestimmte Intelligenz besitzt. Denn die Gegner der Magier waren dumme Krieger und Diebe. So konnten die Elras sicher sein, dass ihre Besitztümer nie von ihren Gegnern gestohlen werden konnten, da diese die Truhe nie öffnen konnte. Wenn es jemand mit Gewalt versucht, so kommt er meist bei um. Ich habe es schon mal ausprobiert, da ich eh nicht sterben kann, aber ich hatte höllische Schmerzen. Im unteren Lendenbereich. Heute sind in der ganzen Welt vereinzelt solche Truhen versteckt. Du kannst nur hoffen, dass du klug genug bist. Ansonsten wirst du nie den Inhalt zu Gesicht bekommen. Ganz genau. Diese Kisten lassen sich eben nur öffnen, wenn wir einen bestimmten Mentalwert haben, also Intelligenzwert. Später. Ach ja, wir haben jetzt Elaine in der Gruppe. Yay, Elaine auf Level 1. Ist ein bisschen enttäuschend, finde ich, aber gut. Ich meine, Aska ist Level 5. Gut, Valnar ist Level 1, okay. Da er ja erst zum Vampir wurde, aber... Elaine ist ja ein Vampir der ersten Generation und somit auch höher gestellt als Aska selber. Und trotzdem ist sie nur auf Level 1, also... Das finde ich ein bisschen... Brrks, ein bisschen... Boah, gackt. Ja, genau, Magiezimmer, die westlichen Eckturms, genau. Das heißt, wir müssen hier, nein, Moment, wir müssen nach oben. Oh Gott, bis ich damals das Magierzimmer immer gefunden habe, das war so ein Hickhack, das glaubt ihr mir gar nicht, das ist echt schlimm. Da bin ich manchmal echt Stunden durch dieses Schloss, Mann, geirrt und ich habe nie gefunden, wo es zum Magiezimmer geht, mein Gott. Such dir was Bestimmtes. Nein, eigentlich nicht. Dann lass mich weiterarbeiten, sonst wird der Meister wütend. Richtig, mach sofort weiter mit Putzen. Hey, Ronak, das ist auch so eine Nummer, du. Oh Gott, einer der unterhaltsamsten Charaktere in diesem Spiel. Außerdem können wir noch warten, bis es Nacht ist, denn hier gibt es noch einen weiteren umherstreifenden Geist. Aber das sind alles Kleinigkeiten, die kann man auch später irgendwann. Jetzt fahren wir erstmal mit der Story fort. Ich glaube, das war genug hier. Oh mein Gott, ist der Teppich hässlich. Boah! Das Magiezimmer. Ich finde vor allem die Hintergrundgeräusche so geil. Das hört sich an wie Ork. Gestöhne oder was weiß ich, Werwolf-Orgasmus, Alter. Total ballaballa. Willkommen in meinem kleinen magischen Spielzimmer. Oh, sieht ja ziemlich abgestanden aus. Na, nicht so schnell, Valnar. Dies ist ein Ort voller mächtiger Magie. Düsterer Magie. Was sind denn das für Schreie? Das sind die gequälten Schreie der Seelen, die hier in diesem Zimmer gefangen sind. Genauer gesagt sind die Seelen in dem mächtigen Apparat dort hinten gefangen. Oh man. Geil. Dies ist ein Stück der dunkelsten Magie, die es je gegeben hat. Es ist ein Seelenumwandler. What? Ein Seelenumwandler? Was soll denn das sein? Mit diesem Gerät kannst du jede Seele auf dieser Welt in einen Seelenstein verwandeln. Lass dir gesagt sein, Valnar. Die Vampirmagie verbraucht viele Seelensteine. Oh ja.
Ohne Seelensteine könnten wir über die Hälfte unserer Magie nicht zaubern. Ich glaube, soweit ich weiß, sind das nur Beschwörungszauber, die Magie. Seelensteine benötigen. Hm? Besonders die Beschwörungszauber brauchen Seelensteine. Es gibt drei verschiedene Arten von Seelensteinen. Kleine, normale und große. Je mächtiger der Zauberspruch, umso größer muss der Seelenstein sein, damit du diesen Zauber nutzen kannst. Und mit diesem Gerät kannst du Seelen in Seelensteine umwandeln. Hast endlich kapiert? Und woher bekomme ich Seelen? Ach, Walner, stell dich doch nicht so dumm. Töte Menschen, Tiere und alles andere Leben auf dieser Welt. Jedes Lebewesen besitzt eine Seele. Du musst sie nur fangen. Also nimm auch immer dein Fangnetz mit. Ich soll also Leute töten, damit ich deren Seele bekomme? Genau. Ist doch ein ganz einfaches Prinzip. Niemals, ihr blutrünstiges Pack. Ist doch wirklich ganz einfach. Ja, auch solche Antwortmöglichkeiten. Ich hab's ja letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen. Es gibt in diesem Spiel verschiedene Endings. Man kann. Es gibt ein Good Ending, dann gibt's irgendwie so ein also normales Ending irgendwie, keine Ahnung. Und dann gibt es noch ein Bad Ending. Im Laufe der Story kann man sich durch solche Aussagen jetzt zum Beispiel oder wie man sich halt den Menschen und den anderen Kreaturen dieser Welt gegenüber verhält, kann man seinen Vampir- und Mensch-Parameter, nenne ich es jetzt einfach mal, bestimmen. Und entweder man tötet alle Menschen auf dieser Welt, dann ist man halt der blutrünstigste Vampir der Welt und kriegt das Bad Ending. Oder man erfüllt Quests, man hilft den Menschen und man tut ihnen einfach nichts. Sprich, man saugt sie auch nicht aus, also dazu aber später mehr. Dann ist man ein guter Vampir und yeah. Yeah, da gibt's halt dieses Good Ending. Und ich sage euch gleich, Vampire's Dawn 1, 2 basiert auf dem guten Ende, also auf dem normalen halt. Ja, genau. Aber das ist zu viel Input. Es ist jetzt, im Moment ist es mir eigentlich egal, weil diese Aussagen, die schwanken da jetzt nicht so hin und her. Also das ist jetzt nicht so... Das ist jetzt nicht so das Große. Niemals, ihr blutrünstiges Pack! Ach, Walner, du wirst das früher oder später sowieso nutzen, glaub mir. Je stärker dein Gegner war, umso stärker ist auch seine Seele. Mit dem Seelenumwandler kannst du dann die Seelen in Seelensteine umwandeln. Eine schwache Seele ergibt einen kleinen Seelenstein, eine normale Seele ergibt einen normalen und letztendlich ergibt eine starke Seele einen großen. Du kannst auch Seelensteine umwandeln. So ergeben drei schwache Seelensteine einen normalen Seelenstein und drei normale Seelensteine ergeben einen großen Seelenstein. Aber du musst schon selber aufpassen, ob du die hergestellten Seelensteine auch tragen kannst. Aber das Beste kommt ja noch. Ich gebe dir jetzt die Macht, Seelen zu kombinieren und daraus Mächtiges zu erschaffen. Ja, ja, ja. Aber das kannst du ja selber ausprobieren. Ja, jetzt bekommen wir auch die Möglichkeit, im Menü einige Sachen umzuändern. Unter anderem auch die Bewegung, also Bewegungsgeschwindigkeit, aber das Menü erkläre ich extra. Die Seelen fängt deine Vampirale... Was? Vampirale? Anale? Was? Die Seelen fängt deine Vampirale Aura automatisch. Okay. Du musst nur einfach deine Gegner töten. Ich gebe dir jetzt ein paar Seelen, sodass du die Maschine einfach mal ausprobieren kannst. Maschine ohne IE. Oh ja. Ah, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Oh ja, Asuka hat natürlich ein paar Seelen in der Hosentasche. Ist natürlich klar, klar. Ja, Alain. Asuka hat auch ein kleines Spielzeug für mich eingebaut. Da kannst du einen Seelenstein einsetzen und bekommst entweder etwas sehr Seltenes oder gar nichts. Ich habe jedenfalls viel Spaß damit und einen Seelenstein habe ich immer dafür übrig. Die reden über Seelensteine, als wäre es ein Penny oder so. Klingt ja wirklich interessant. Was für ein barbarisches Spiel. Man spielt um die Seelen unschuldiger Menschen. Unschuldiger Meschen. Was zum Henker sind denn Meschen? Also, unschuldig ist kein Mensch. Niemand hat eine völlig unschuldige Seele. Vergiss das nicht. Woher weißt du... Du vergisst, dass ich deine Gedanken lesen kann. Fucking bäh! Dann sollte ich aufpassen, was ich denke. Schon gut. Teste doch einfach mal den Seelenumwandler. Wenn du bereit bist, schauen wir uns den Rest des Raumes an. Naja. Ja, und wir bekommen ein paar Speichersteine. 5. Yeah. Yeah, 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 yeah. So. Okay, Seelen. Wir haben mit Seelen, Seelensteine und schwache Seelen. Schwache Seelen, normale Seelen, starke Seelen. Starke Seelen bekommt man hauptsächlich von Bossgegnern oder wirklich sehr starken Gegnern. Normale Seelen, normaler. Schwache Seelen jetzt am Anfang natürlich. Großer Seelenstein. Gut, verfügbare Seelen, okay, was willst du machen? Seelensteine, Schicksalsspiel, machen wir das mal. Was willst du einsetzen? Einen großen Seelenstein. Oh, und ich habe nichts bekommen. Nochmal spielen. Nochmal einen großen Seelenstein. Wow, einen Vampirstein erhalten. Geil. Vampirstein ist, glaube ich, das
geilste Item im ganzen Spiel, Mann. Ein mächtiges Relikt, komplette Heilung für alle. Geil! Durch einen großen Seelenstein. Das ist gut, das ist gut. Tun wir mal passieren, umwandeln, normale. Normale Seelen, was willst du machen? Seelensteine, Seelensteine herstellen. Normale Seelen, wie viele? 10, ja. Yeah, 10 normale Seelensteine erhalten. Jetzt können wir nochmal das Schicksalsspiel machen. Schicksalsspiel. Was willst du einsetzen? Normale Seelensteine? Nichts. Nochmal spielen, ja. Was willst du einsetzen? Normale Seelensteine? Nichts. Fick dich. Normale Seelensteine? Nein, nicht kleine. Normale. Ich hab doch gar keine kleinen. Was? Willst du mich natzen, oder was? Normal. What the fuck? Was ist das für eine Verarsche hier? Wie viel habe ich jetzt noch? 5. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich 10 Steine verballert für nix. 10 Steine. Nein, Quatsch. Nein, will ich doch gar nicht. Oh mein Gott. Ja, hier kann man sich jetzt kaputt spielen. Also man hat viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Jetzt im Moment. Oh ja, 2 Lebensnektar. Geil. Das gefällt mir doch schon besser. Lebensnektar erhöht maximale LP um 1. Wir geben es Elaine, damit sie genauso viel hat wie Valna. So, hier bei diesen Apparaten können wir Magie erlernen. Dies ist das Magielernsystem, jedenfalls habe ich es so genannt. Kurz MLS. Uah. Hier kannst du neue Zaubersprüche lernen, wenn du genug Erfahrung hast. Genau. Man kann also Zauber nur erlernen, wenn man Level 1, also ist normal jetzt, Level 5, 10, 5, also immer 5 Level gelevelt hat. Letztendlich noch auf Level 45. Auf Level 50 glaube ich nicht mehr. Und da kann man, je nach, also immer wenn wir ein 5er Level quasi erreicht haben, Zauber erlernen. Valna kann jetzt natürlich auch was lernen auf Level 1. Was haben wir? Wetter kontrollieren. Düstere Wolke. Wetter kontrollieren. Stoppt Regen und Gewitter. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Düstere Wolke. Chance auf blind 70%. Das machen wir. Weil wenn die Gegner blind sind, das hilft bei diesem Spiel ungemein. So, jetzt haben wir mit ihm das gelernt. Das glaubt Aska seine Kugel. Er kann schon 2 Sachen erlernen, da er auf Level 5 schon ist. Und er hat auch 3 Sachen zur Auswahl. Er hat noch Vampirmagie zur Auswahl. Also Heil, also 3 Typen eben. Valna hat nur 2 Typen. Ist ein bisschen doof. Eisball, naja. Düstere Wolke und Blutheilung, Rotheilung. Eine Person wird geheilt. Gut, Aska wird jetzt Eisball erlernen. Und Elaine wird Blutheilung erlernen, weil wenn man heilen kann, ist das doch geschickt, wenn einer heilen kann. Und Elaine wird so meine Heilerin sein. Okay, wir können jetzt auch Feuerball mit ihr lernen. Wecken, weckt die Schlafenden, weckt alle Schlafenden. Scheiße, Blutheilung. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. So, soviel erstmal zu dem Kladderadatsch hier. Da gucken wir uns mal hier unten um. Ein Schutzring erhalten. Oh, was ist ein Schutzring? Schützt den Träger vor blind, stumm und starre Zauber. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Was ist hier? Nein, nicht lesbar. Gut. Okay, was haben wir hier? Was ist das hier? Das ist ein Seelenassimilator. Kurz L, ne, S-A-M. S-A-S, keine Ahnung. S-S-S. Hier kannst du Seelen mit dir selber verschmelzen lassen. Das ist ein sehr mächtiges Gerät, mit dem du deine Macht erweitern kannst. Jede Seele steigert deine vampirale Stärke, Abwehr, Intelligenz oder Geschwindigkeit. Doch um deine Eigenschaften zu steigern, musst du mit unterschiedlich vielen Seelen verschmelzen. Für einen Punkt einer Eigenschaft musst du entweder mit 30 schwachen Seelen, 20 normalen Seelen oder 10 starken Seelen verschmelzen. Also ist eigentlich, naja, man opfert halt 30 normale Seelen, schwache Seelen zum Beispiel. Und dann kann man seine Stärke, auch Abwehr, Schnelligkeit oder Intelligenz um jeweils einen Punkt erhöhen. Also, naja. Ist jetzt gerade nicht so das Berauschendste, aber wenn man irgendwann mal Bock hat, Seelen zu farmen oder was, dann kann man das schon machen, um seine Parameter etwas zu erhöhen. Wenn ich genug Seelen gefangen habe, stelle ich mich hier in das Pentagramm. Genau. Dies ist eine gute Möglichkeit, deine Macht zu erweitern. Aber denke daran, dass du für dieses Ritual Seelen brauchst. Seelensteine kannst du nicht verwenden. Überlege dir also gut, wie viele Seelen du zu Seelensteinen umwandelst. Bla 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 bla. Also dieses Video wird jetzt mehr Gelaber sein. Nicht lesbar. Hier ist nix. Hier sind Speichersteine drin. Nochmal 5. Yeah. Nicht lesbar. So. Und was steht hier? Hier sind einige Regale voller Zauberbücher. Schau sie dir mal an. Da sollten 2 Zauber sein, die du jetzt schon lernen kannst und die dir viel helfen werden. Zum einen der Verwandlung beenden Zauber und zum anderen der Beschwörung lösen Zauber. Mit dem ersten kannst du dich wieder in deine ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln. Mit dem zweiten kannst du alle beschworenen Diener wieder zurückschicken. Wie bitte? Verwandeln und beschworene Diener?
Ja, früher oder später lernst auch du den Zauber der Verwandlung. Alle Vampire lernen ihn. Zum einen die Verwandlung in einen Wolf. In dieser Gestalt bist du wesentlich schneller. Und zum anderen die Verwandlung in eine Fledermaus. So kannst du lange Strecken in kurzer Zeit überwinden. Und dann wären da noch die Beschwörung von Dienern. Wenn du mächtiger geworden bist, lernst du, wie man Diener beschwört. Dazu brauchst du, wie wir dir bereits gesagt haben, Seelensteine. Je nach Diener einen kleinen, normalen oder großen Seelenstein. Es gibt unterschiedliche Diener, die du beschwören kannst.